Hallo ihr Lieben, wir sind Eileen und Mama und wir bitte euch gerne oder wir versuchen euch über den Kanal hier zu zeigen, was man hier mit uns veranstaltet und was man alles schon versucht hat, um unsere Familie kaputt zu machen, um unsere Gelder, da haben sie viele Gelder abgezwackt. Das werde ich alles auf diesem Kanal hier bringen. Die Deutsche Bank hat mitgespielt. Es ist ganz, ganz viel passiert. Ich habe ganz, ganz viele Unterlagen. Und ich werde das alles hier öffentlich machen, dass jeder sieht, was hier passiert. Und Polizei brauche ich nicht. War ich schon mit Beweise. Da wird nichts gemacht. Alles, was passiert, wird beschönigt. Ich werde als krank hingestellt, obwohl es hier eine Frau gibt, die ihr Haus verloren hat, die ihren Sohn verloren hat, der hat sich erhängt. Und diese Frau hätte gerne meine Identität. Die hat sogar meinen Internetkontakt, den ich vor 10 Jahren hatte, aber alles schon gecancelt hatte. Hat sie geheiratet. Das ist alles denen ihr Sache, aber sie lassen uns kennen. Ich wurde mit ihr, sie ist herzkrank, sie hat Down-Syndrom und wir kämpfen seit 20 Jahren für alles und jetzt wollen sie, dass sie das Kind kriegen, beziehungsweise das Geld, weil diese Frau ist nur aufs Geld aus. Also auf sonst gar nichts. Diese Frau ist hochgradig krank. Und das werde ich euch hier in dem Video immer und immer wieder berichten und auch die Unterlage, dass ihr wisst, warum ich das mache. Wir haben uns jetzt mal dazu entschlossen, einen Kanal aufzumachen bei YouTube und zu gucken, ob es auch die richtigen Leute erreicht, weil ich bräuchte in diverse Sachen noch Hilfe. Das werde ich aber hier nicht öffentlich machen. Dann bitte ich euch darum, mir zu schreiben. Da gebe ich auch noch alles an. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Weil diese Frau würde mich gerne in den Suizid bringen, was sie ja sowieso nicht schafft. Ich bin doch ganz eigentlich relaxed. Sie haben das jetzt so geschafft, dass sie mal Schulde aufs Haus gemacht haben, Post abgefangen, Schulde aufs Haus gemacht, da ist also dann Urkundefälschung, alles dabei. Mein Ex hat mitgewirkt, dass ich jetzt beim Haus, es ist für euch eine Rechenaufgabe, beim Haus von 99.000 20 Jahre 670 Euro bezahlt haben und jetzt noch soll 40.000 Euro oder knapp 50.000 Euro Schulde drauf. Ne? Wie gesagt, Unterlage und das sind doch. Dann haben sie versucht, mir nachts haben sie zweimal was gegeben, das hat dann mein Sohn müssen machen. Er streitet ab, aber es gibt Filmchen drüber. Und das war wohl Gift. Die Zähne hier unten sind kaputt gegangen. Dann habe ich wohl Schmerzensgeld. Nach zum Anwalt. Ich bekam dann von einer Anwaltskanzlei einen Anruf, ob ich vom Tierschutz wäre. Der Arzt tut sich sträuben, für irgendwas zu bezahlen, weil er auch falsche Zahn gezogen hat. Dank denen, die dorthin kamen. Und also es ist wirklich, was hier passiert. Und das Geld haben sie dann wohl auch inkassiert. Und irgendwann ist mal Schluss. Und irgendwann muss man sich mal wehren. So, das war es jetzt erstmal von uns. Mein Binge, mein großer Schatz, wir machen alles zusammen, wir machen unwahrscheinlich viel Blödsinn, weil sie erzähle, ich würde ja noch ein Kind nicht gucken, ich würde sie den ganzen Tag hier auf der Couch parken. Nee, wir parken jetzt auf der Couch, weil wir halt das Filmchen machen. Wir machen sehr viel. Sie haben mir 2018 das Kind aus der Schule geholt, haben ihm auch wohl Medikamente gegeben, beziehungsweise Droge, irgendwas. Sie hat schwarz abbrochen. Wir sind wirklich ganz ohne gelandet. Sie hat
richtig, richtig, richtig schwarz abbruch und in hohem Bohr. Und ich habe sie dann aus der Schule rausgelassen. Es hat ewig lang gedauert, bis man sie wieder auf dem richtigen Damm hatte. Und dann kam Corona, da konnte sie sich in der Zeit gut erholen. Jetzt habe ich sie wolle anmelden in einer Einrichtung. Und dann bekam ich von dort dann Hand hin dran, welche gesetzt, die unbedingt wollte haben, dass sie nochmal dorthin geht, weil man kann sie ja dann dort rausholen. Ne? Sie denken, ich wäre doof. Ne? Und 2020 musste mein Ex mich vor Gericht zerren, wegen Kindeswohlgefährdung. Also das Kind wäre bei mir gefährdet. Ich habe für das Kind gekämpft. Ich habe es mit dem Kind bis Berlin geschafft. Sonst wäre es heute eh nicht mehr da. Sie ist in Berlin operiert worden. Wer es dort vielleicht die Ärzte kennt, ein Herr Schulze-Neig, hat damals mit mir das Ganze gemacht. Und wie gesagt, ich muss aufpassen, was ich erzähle, weil diese Frau Identitätsglaub will machen. Die will alles von mir, was ihr wahnsinnig krank ist. Aber es ist wirklich so. Das war jetzt das erste von uns. Wäre jetzt nach und nach immer mehr. Und es wäre lieb von euch, wenn ihr auch Anregungen, was ich soll machen. Wie gesagt, es sind so viele Sachen passiert. Schamane, der manipulieren muss. Zigeunerin, die manipulieren muss. Wir haben hier einen Medikamente-Puncher, der die Leute mehr krank, die gesund macht. Ich habe Abrechnungen von Medikamenten, die gar nicht stimmen können. Es hat falsche Medikamente gekriegt, was auch vom LKA bestätigt wurde, von einem vom LKA. Der hat einen Gehirntumor gekriegt und konnte leider Gottes nicht mehr weitermachen. Der ist vor 2 Jahren im April gestorben. Und, aber dem wurde das bestätigt, dass es falsche Medikamente sind. So, und dann wurden die auch immer falsch abgerechnet. Und ich zeige euch das. Ich zeige euch das alles mit der Unterlage, dass ihr das seht. Dann war auch über Emo der Arzt, der sonst immer unterschrieben hat, stand als unbekannt. Genau ab dem Zeitpunkt, ab dem das Ganze mit dieser Frau angefangen hat. Also ich bringe euch nach und nach alles immer mehr und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Nur es ist mal wichtig, dass es an die Öffentlichkeit geht, dass jeder sieht, was hier passiert. So, und dann sagen wir mal vorerst Tschüss. Tschüss.